Moin moin Leute, hier ist Chroma, ich zocke bis ins Koma und wir befinden uns jetzt hier gerade noch auf der Fury, unserem neuen Raumschiff und werden jetzt Balmora betreten. So, ja, wer bin ich denn überhaupt? Ich bin der Chroma, ich zocke bis ins Koma und wir spielen unseren Sith Juggernaut weiter, den Chromarus, der jetzt gerade auf Stufe 18 ist und Balmora betritt, wie ich schon gesagt habe. Und jetzt befinden wir uns erstmal in einem wunderbaren Ladescreen. Balmora. Wieder mal mit einem wunderschönen Bild. Wunderbar. Und einem Typen, der gar nicht aussieht wie ein Sith-Krieger. Sieht aus wie so eine Mischung aus Soldat und Sith. Komisch. Irritierend. Geschütze. Flugzeuge, die abstürzen. Ich höre schon Musik. Allerdings bringt mir das gerade gar nichts. Jetzt geht's los. Ja, endlich. Juhu, Party. Sobald man mit Fraps aufnimmt, braucht man in jedem Ladescreen irgendwie länger, habe ich so das Gefühl. Egal in welchem Spiel. Hab jetzt ja mittlerweile auch schon so meine Erfahrung beim Aufnehmen. Schon ziemlich komisch. So, wir machen weiter. Mal sehen, was wird uns auf Balmora warten. Auf jeden Fall schon mal sehr geile Musik, die einläutet, dass wir uns auf einem Kriegsplaneten befinden. Sehr schöne Musik. Wunderbar. Lalala. Lalala. Und weg ist die Musik. Und schon geht's wieder los. Keine Musik mehr. Schade. Ach nee, doch. Da ist sie wieder. Super. Hier vorne wartet schon die erste Quest auf uns bei Captain Riegel. Schoko Riegel. Hier mal gucken, was der zu melden hat. Willkommen auf Balmora, mein Sith Lord. Hoffentlich mögt ihr zerbombte Drecklöcher. Natürlich. Captain Riegel, imperiales Gebietssicherungskorps. Wenn das Imperium eine Invasion startet, sind wir die Leute, die alles klar machen. Ich gehe mal davon aus, ihr wisst schon von der Lage hier auf Balmora. Ja, so wie wir es jetzt schon gesehen haben, herrscht doch hier Krieg. Soweit ich weiß, findet hier eine Schlacht statt. Wenn man einen Haufen Leichen als Schlacht bezeichnen kann, ja. Während des letzten Krieges ist das Imperium auf Balmora eingedrungen. Aber seitdem stecken wir bloß im Schlamm fest. Der Widerstand glaubt, er kann das Imperium von Balmora vertreiben. Wir sind hier, um das Gegenteil zu beweisen. Was will er denn jetzt von uns? Was hat das alles mit mir zu tun? Wir suchen die besten Sith, Agenten und Söldner der Galaxis, um diesen Krieg ein für alle Mal zu beenden. Die balmoranische Exilregierung bereitet uns unter der Führung von Verteidigungsminister Vol Argen große Schwierigkeiten. Sie unterstützt den Widerstand. Der Minister ist nicht auf dem Planeten. Aber wenn wir seine Verbündeten brechen, brechen wir auch ihn. Und wenn wir ihn brechen, haben wir auch den Widerstand gebrochen. Was soll ich tun? Genau das suche ich. Leute, die direkt zur Sache kommen. Mein Stellvertreter, Lieutenant Davril, plant die erste Phase der sogenannten Operation Umschwung. Ihr könnt ihn in Zobrik treffen. Er hat einen Plan, um den balmoranischen Widerstand in die Luft zu jagen. Ich denke, er wird euch gefallen. Tja, dann werden wir uns doch mal diesen Plan annehmen. Und so geht's auch gleich wieder weiter. Wir werden uns jetzt erstmal auf unseren Gleiter setzen, damit es ein bisschen flotter geht. Sollte sich jetzt hier nicht um Stunden handeln, wenn wir schon wieder die ganzen Quests so annehmen müssen. Und man sieht es ja schon wieder, 3 Quests im Gebiet. Jetzt haben wir erstmal hier die Stadt entdeckt. Super. Ah, hier gibt es schon mal ein Missionsterminal. Was erwartet uns denn hier? Vorsicht walten lassen. Was ist denn das? Annehmen. Was ist das? Ah, Vorsicht walten lassen bei Balmora. Haben wir angenommen. Machen wir auch. Energiekerne besorgen. Insgesamt 4 Stück an der Zahl. Apropos, haben wir jetzt schon wieder einen neuen Skillpunkt bekommen? Ja, wir haben einen neuen Skillpunkt bekommen. Was haben wir denn hier? Präzision. Erhöht die Präzision von Nahkampf- und Machtangriffen um 1% oder erhöht die Gesamtstärke um 3%. Hey, das hört sich gut an. Das nehme ich mit. Wenn man einfach mehr Stärke hat, macht man auch mehr Schaden. Hey, hey, ihr da. Habt ihr einen Moment? Oh, ihr seid einer von diesen Sith Lords. Ich habe noch nie einen von denen getroffen. Muss ich mich verbeugen oder so? Ich wette, ihr könntet mich zu der Person bringen, die hier das Sagen hat. Wieso sollten wir das tun? Wieso sollte das Imperium irgendein Interesse an einem Wurm wie euch haben? Ich bin ein Mitglied des Widerstands. War ich zumindest. Der Widerstand ist tot. Das wissen wir, seit ihr unsere eigenen Droiden gegen uns eingesetzt habt. Ich will nur heil aus dieser Sache rauskommen. Ich habe Informationen, genau hier, wo die Rebellen sind und worauf sie es abgesehen haben. Stellt mich den Oberbossen vor, dann verkaufe ich ihnen den Rest für einen Unterschlupf jenseits dieses Planeten.
Vielleicht wäre das Oberkommando tatsächlich interessiert. Darauf könnt ihr wetten. Im Widerstand passiert nichts, ohne dass Griffin Remus davon weiß. Ich glaube, Lieutenant Trishoda kümmert sich um Überläufer. Aber er wurde ein paar Mal angegriffen, also sammelt er keine Leute mehr auf der Straße ein. Wenn ihr ihn überzeugen könnt, dass ich etwas Brauchbares für ihn habe, lässt er sicher einen Finderlohn springen. Hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Ein Überläufer. Warum auch nicht? Mein Gott. Wir haben hier oben noch gar nicht den Punkt angenommen. Kann das sein? Jo. Sollten wir doch schon mal tun, damit wir uns teleportieren können. Hä? 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 Hallo? Warum will das gerade nicht gehen? So ein Mist. Hey! Hallo! Hey, es will nicht gehen. Das ist nicht cool. Das Ding habe ich doch noch gar nicht aktiviert. Oder? 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 Doch. 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 Es hat nur nicht aufgeleuchtet. Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, was zur Hölle? Zeige alle autorisierten Ziele an. Gut, jetzt haben wir das schon mal aktiviert. Alles klar. Gut. Wenigstens hat das funktioniert. Mit einem kleinen Ton, der sagt, okay, es hat funktioniert. Hier hinten hat es nicht funktioniert. Warum? Mein Gott, ist egal. Wir machen hier weiter. Geheimdienstoffizier Briardin oder Briardin oder Briardin? Ach, keine Ahnung. Ich habe schon viel von euren herausragenden Leistungen gehört. Wir sind gerade mal angekommen. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr einem gelegentlichen Geheimauftrag nicht abgeneigt seid? Einer unserer Offiziere hatte gerade eine unerfreuliche Auseinandersetzung mit einem geschätzten Gesandten und wir müssen die Folgen korrigieren. Was denn für eine Auseinandersetzung hier? Warum erklärt ihr mir nicht zuerst die Situation? Dieser Offizier hat sich kürzlich mit einem unserer Chiss-Gesandten gestritten. Der Gesandte hat den Streit nicht überlebt. Oh. Die Chiss haben uns hier und anderswo im Krieg wichtige Geheiminformationen geliefert. Die Beziehungen zu belasten wäre nicht sehr vorteilhaft. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Leute vor unseren Verbündeten schwach dastehen. Ganz meine Meinung, mein Sith Lord. Wir haben eine Sicherheitsaufzeichnung gefälscht, die es so aussehen lässt, als ob balmoranische Rebellen den Gesandten angegriffen haben. Jemand ohne direkte Verbindung zu diesem Offizier muss in den Raum gehen, in dem der Mord geschehen ist, und die Aufzeichnung in die Sicherheitskameras einspeisen. Mit ein bisschen Glück können wir die Leute so gegen die Rebellen aufhetzen. Hört sich gut an. Ein hervorragender Plan. Der Gesandte wurde im Hinterzimmer einer Kantine getötet. Ich gebe euch die Koordinaten. Sagt unserem Mann an der Tür einfach, dass ihr für Briardin arbeitet. Dann lässt er euch durch. Okay, alles klar. Wir haben unsere ersten Aufgaben direkt hier in der Stadt. Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Fangen wir doch direkt hier drüben in der Ecke an, wo die zwei Quests einfach mal starten. Haben wir wenigstens gleich was zu tun in dieser Folge, wenn ich mich nicht täusche. Ja, wir haben noch 10 Minuten Zeit. Super. Gut, hier oder da, hier oder da. Wir gehen erstmal hier rüber. Mal sehen, was uns hier drüben erwartet. Ich glaube, das hier ist der Geheimdienst, bei dem wir den einen verpetzen können oder Bescheid sagen können, dass der da seine Aufgabe oder dass er da seinen Widerstand, sagt's mir, verraten möchte. Genau. Also sprechen wir den mal an. Mein Sith Lord, die Kunde eures Talents eilt euch voraus, ich bin geehrt. Ihr seid euch sicherlich der Situation bewusst. Die Exilregierung, der Widerstand, allesamt Feiglinge. Wenn ihr erlaubt, werden wir sie in ihren Verstecken begraben. Ja, verstanden. Wir zerschmettern den Widerstand. Worauf wollt ihr hinaus? Die alte Regierung sendet Generatoren an den Widerstand, um deren Artillerie mit Energie zu versorgen. Der Widerstand hat Balmoras übelste Mörder für ein bisschen Wachdienst als Gegenleistung begnadigt. Phase 1 von Operation Umschwung ist die Zerstörung dieser Generatoren und die Eliminierung der Mörder. Seid ihr dabei? Also das ist jetzt doch nicht die Aufgabe, wo ich gedacht habe mit dem Widerstand, sondern das ist jetzt die Aufgabe mit den Kannen, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe mich zum Dienst für das Imperium verpflichtet und ich werde diese Verpflichtung erfüllen. So wie er aussieht, meint er das ernst. Die Generatoren befinden sich im Nibray-Lagerhaus. Wenn ihr sie in Stücke sprengen könnt, zeigt ihr damit dem balmoranischen Widerstand, dass es mehr braucht als kaltblütige Mörder, um das Imperium aufzuhalten. Okay. Es ist doch eine neue Aufgabe.
Verdammt! So Mist! Wir haben die Aufgabe umschwungen bekommen. Was haben wir denn hier unten? Was ist denn das dann? Sith-Kriegerphase. Mal sehen. Ist das wieder eine Hauptaufgabe? Ich denke mal schon. Das ist der Story-Bereich. Genau. Super! Klasse! Wir müssen dahinter in die Ecke. Dahin müssen wir. Was erwartet uns? Sir, es tut mir leid. Ich habe getan, was ich konnte. Wenn das alles war, was ihr konntet, Corporal, dann habe ich keine Verwendung für euch und kann euch guten Gewissens erschießen. Nein, Sir! Dann konzentriert euch, Jillens. Wegtreten. Bitte entschuldigt die Verzögerung. Ich bin Lieutenant Malavai Quinn. Ich bin euer Verbindungsmann hier auf Balmora. Darth Barras hält euch für einen fähigen Mann. Hoffentlich irrt er sich nicht. Ich werde sein Vertrauen nicht enttäuschen. Lord Barras wird euch persönlich instruieren. Aber ich soll euch zuerst mit der allgemeinen Lage hier auf Balmora vertraut machen. Meine Zeit ist begrenzt, Lieutenant. Ich will nicht um den heißen Brei reden. Das Imperium hat zwar im Krieg der Republik die Kontrolle über Balmora entrissen, aber wir haben sie nie ganz vertreiben können. Es gibt eine ziemlich große Widerstandsbewegung. Niemand will es zugeben, aber sie wird offensichtlich von der Republik unterstützt. Die Republik darf nicht toleriert werden. Ganz meine Meinung. Es ist mein Traum, unseren Feind besiegt zu sehen. Ich habe eine sichere Verbindung mit Lord Barras. Ich stelle ihn sofort durch. Ah, wie ich sehe, habt ihr meinen Schüler getroffen. Sehr gut, Lieutenant. Geht jetzt. Quinn verdankt mir seine Karriere. Aber die Einzelheiten deiner Mission bleiben besser unter uns. Wir müssen schnell handeln. Nomen Kaas Padawan hat die Aufmerksamkeit der Jedi auf meinen Geheimagenten in Balmora gelenkt. Du erinnerst dich? Natürlich. Ich vergesse nie etwas. Gut, dann komme ich jetzt zum Wesentlichen. Mein Spion ist Commander Ryron vom republikanischen Widerstand. Er dient als zentrale Anlaufstelle für alle Agenten in diesem Sektor. Leider wird Quinn von einer Ermittlerin überwacht, die die Jedi entsandt haben. Das bedeutet, wir müssen deine Spuren verdecken, bis du Ryron tötest. Zuerst musst du alle Beweise dafür vernichten, dass Ryron während des Krieges Balmoras Verteidigungssysteme sabotiert hat. Dazu musst du in den Satellitenkontrollturm einbrechen. Laut Quinn ist er eine wahre Todesfalle voller mechanischer Sicherheitsvorrichtungen. Warum kann das nicht der Lieutenant machen? Zweifel nicht an mir. Wenn ich glauben würde, dass Imperiale das handhaben könnten, würde ich dich nicht damit belästigen. Diese Aufgabe hat höchste Priorität. Die Jedi-Ermittlerin könnte jederzeit auf die Beweise stoßen. Quinn hat alles, was du brauchst. Ich rufe ihn her. Und denk daran, die Hintergründe deines Auftrags gehen ihn nichts an. Ich melde mich wieder. Mein Sith Lord, ich habe alles vorbereitet, was ihr für euren Angriff auf den Satellitenkontrollturm benötigt. Bringt einen Sprengsatz an der Basis des Hauptcomputers an und zündet ihn. Danach kontaktiert mich und ich lasse ihn detonieren. Alles klar. Ging ja recht flott. Super. Also dieser Malavai Quinn, der wird uns wohl noch ziemlich oft unter die Nase kommen auf Balmora. Mal sehen, wie sich die ganze Geschichte da entwickelt. So. Was haben wir denn jetzt hier noch vor uns? Und zwar diesen Überläufer. Genau, diese Quest wollte ich unbedingt hier noch abgeben. Das müsste eigentlich eine recht schnelle sein. Wir müssen ja einfach nur angeben, dass der hier rumsteht und unbedingt seine Informationen verkaufen möchte, um sich dann halt irgendwo einkerkern zu lassen, damit er nicht von seinen Kollegen abgemurkst wird. Kann man sich ja irgendwo auch vorstellen, ne? So ein Überläufer ist nicht gerade einfach. Typisch Deserteure. Aber was denkt er eigentlich, was er bei uns bekommt? Bei uns wird er genauso verhört. Wir sind das Sith-Imperium. Der denkt doch wohl nicht einfach, dass er so eiskalt aufgenommen wird. Falls doch, ist er doof. Transportmittel sind ja nicht erlaubt. Da machen wir sie mal. Habt ihr mich vermisst? Weg. Ging schon von alleine. Dann sprechen wir mal doch hier die Alte an. Mal sehen, ob die was zu dem Überläufer zu sagen hat. Seid ihr der Offizier, der sich um Deserteure kümmert? Mein Sith-Lord, eure Gegenwart ehrt meinen kleinen Posten. Ich bin Lieutenant Trishoda. Das Oberkommando hat mich damit beauftragt, herauszufinden, wie diese Rebellen denken. So geschmacklos das auch sein mag. Habt ihr einen Kandidaten gefunden? Jemand, der für das Imperium wertvoll genug wäre, um ihn zu rekrutieren, statt ihn gefangen zu nehmen? Ein Mann namens Griffin Remus.
Er scheint die Rebellen gut zu kennen. Wir sollten mit ihm zusammenarbeiten. Zeigt mir, was ihr über ihn habt. Wir könnten einen Maulwurf gebrauchen. Danke, mein Sith Lord. Vergebt mir die armselige Bezahlung für eure Dienste. Wir haben einen Standardtarif. Standardtarif? Da, 198 Credits. Ist ja nix. Ah, naja, was soll's. Die EPs sind's wert. Deswegen machen wir das Ganze. Super. Klasse, haben wir es wieder mal hingekriegt. Ab auf unseren kleinen Gleiter. Was haben wir hier? Die Kantina, genau. Da gab es auch noch die Aufgabe mit diesem kleinen Disput, wo wir noch einen kleinen Krieg anzetteln sollten. Diese Beweisfälschung, genau. Das werden wir doch mal gleich unternehmen. Liegt ja auch alles noch mit auf dem Weg. Und wir haben es jetzt auch recht schnell geschafft. Wir haben es jetzt gleich, wir haben jetzt noch 2 Minuten Zeit. Das heißt, wir machen jetzt hier vielleicht noch den Anfang von dieser Quest und im nächsten Teil seht ihr dann, wie die Quest weitergeht. Aber ich denke mal, das wird jetzt recht knapp von der Zeit. So, mal sehen, was dieser dicke Kantina-Türsteher dazu zu sagen hat, wer wir sind. Ich arbeite für Breadin. Nettes Schweinchen. Den hat man sowieso nicht verstanden, da kann man ruhig dazwischen quatschen. Super. Gehen wir mal hier rein und gucken mal nach, was uns hier erwartet. Hallöchen. Ach, guck mal, wer da sitzt. Na Jungs, alles klar? Ich denke mal schon. Leibwächter-Druiden, die da irgendwie versuchen, noch die letzten Toten wieder auferstehen zu lassen. Oder wie? Auf jeden Fall haben sie keine Chance. Boom. So, hey Kumpel. Ich bin neben dir. Hast mich noch nicht bemerkt. Kein Problem. So. Alles klar. Gibt's noch irgendwas Böses? Nö. Ach, da hinten. Da ist eine Konsole. Da gehen wir doch glatt mal ran. Mal sehen, was dabei rauskommt. Wir greifen gerade darauf zu und es passiert nichts. Na gut, dann können wir wieder gehen. Wir haben eine Beweisfälschung durchgezogen, von daher sind wir fertig. Super. Klasse. Tja. Hätte jetzt nicht gedacht, dass es so einfach wird. War es aber. Hier aktivieren wir mal noch schnell den Spawnpunkt beziehungsweise den Teleportpunkt. Und damit haben wir doch schon wieder den ganzen Mist hier erledigt. Jetzt können wir noch schnell die Quest da hinten abgeben gehen. Das machen wir dann allerdings erst in der nächsten Folge. Von daher sage ich euch jetzt schon mal einen schönen Tag oder eine gute Nacht, weil für mich ist es jetzt gerade 10 Minuten, ja, 10 Minuten nach 0 Uhr. Und es ist heute bei mir 4. Advent. Wünsche ich euch also noch nachträglich. Ihr kriegt die Folge sowieso irgendwann später. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, schöne Nacht, schönen Morgen. Weiß nicht, wann ihr es schaut. Von daher, bis zum nächsten Mal.